Servus Leute, wir haben hier eine Cafissimo Cibo. Bleibt eben in diesem blinkenden Modus und hört einfach nicht auf zu blinken. Wasser ist drin. Meine Vermutung, Boiler kaputt oder die Wärmesicherungen am Boiler sind defekt und deswegen heizt er nicht. Wenn man da hinten so ein bisschen drauf greift, falls da der Boiler irgendwo ist, ist alles kalt. Also versuchen wir sie einmal zu zerlegen. So, jetzt haben wir da die Schrauben abgenommen. Dazu braucht es so einen Schraubenzieher, der diese Schlitzschrauben in der Mitte halt ein Loch hat, damit ihr da diese zwei Schrauben öffnen könnt. Das raus. Gummi abdeckt. So. Schauen wir, ob wir den Hebel haben, da auch noch abbauen müssen. So, es ist jetzt draußen. Bleibt das so drin. Gut, dann haben wir das. Jetzt machen wir jetzt mal die Seitenwände ab, indem wir das da aufmachen hier. Auf der unteren Seite erwarten uns nochmal vier Schrauben. Die vier. Und die zwei vielleicht auch noch. Ja. Die zwei auch noch. Und dann schauen wir mal, was sich da tut. Zweimal aufstellen muss. Jetzt machen wir die zwei Schrauben auf. Okay. Gut, da haben wir in die Richtung ziehen. Dann haben wir jetzt die Front. Dann müssen wir die Seite noch nach oben ziehen. Dann haben wir das in der Hand. Da kommen dann noch zwei Schrauben zum Vorschein. Dann haben wir es. Bewegt sich immer noch nicht. Denn hier haben wir noch zwei Schrauben. Gut. Und jetzt haben wir endlich die Maschine offen. So, das ist jetzt das gute Stück. Hier haben wir den Boiler, da haben wir die Wärmesicherungen. Wo sind die? Der muss auf der. Ah, da. Okay, ich sehe da ein schwarzes Kabel, das nach hinten geht. Da auf der Innenseite, das heißt, dort ist der Wärmesensor. Aber jetzt überprüfen wir mal zuerst, ob die Wärmesicherungen, die auslösen können und den Strom unterbrechen, wenn es zu heiß ist, ob die einen Durchgang haben. Schauen wir mal. Irgendwie ist das Ganze ziemlich unklar. Schreiben wir das Ganze mal auf. Dann schauen wir direkt rein, wenn wir da reinstechen. So, jetzt bin ich da. Und okay. Die ist hier. Ich glaube, die blaue ist noch gut. Okay, die blaue Sicherung ist gut, die rote ist kaputt gegangen. Die werden wir jetzt einmal schnell austauschen. Es geht mit etwas Übung, wenn man das ein paar Mal schon gemacht hat, recht flott. Mhm. Da haben wir es schon. Die Dinger werden normal nicht gelötet, die werden nur zusammengequetscht. Schauen wir mal. So, wir haben hier eine Wärmesicherung, die auf 142 Grad läuft. Bei 142 Grad löst sie aus. Siehst du? Mhm. Wieso? So, einmal ausgeguckt.
gequetscht. So, jetzt haben wir es draußen. Okay. So, das ist jetzt auch angelötet. So, jetzt schauen wir, ob wir das nicht durchs Löten kaputt gemacht haben. Funktioniert, perfekt. Da bitte kein Tixo drauf geben, sonst fängt das Ganze zum Stinken an. Außer ihr habt Schrumpfschlauch, den habe ich jetzt zurzeit hier nicht. Deswegen geben wir einfach diese Schutzhülle drüber. Das sollte auch ausreichen. So, jetzt ist drauf. So, jetzt geben wir das da drauf. Gut, stellen wir sie mal auf. So, jetzt habe ich es angesteckt, testen wir mal. Wasser will sie. So, Wassertank ist jetzt drauf. Muss man nur den Schlauch jetzt halten. Und schauen wir, ob es läuft. Na, warte, sie blinkt noch. Wir müssen warten. So, jetzt ist bereit. Warte. Ist das zu? Die Kammer ist zu. Okay, drück einmal. Und sie läuft. Warte, warte. Sie hat es vor. Warte. Sie macht schon. Gut. Maschine läuft wieder. Fertig. Drehen wir sie mal ab. Und das war die komplette Hexerei an der Geschichte. Das heißt, egal jetzt, ob ihr jetzt Nespresso, Krups, egal was für eine Tabs-Kaffeemaschine habt, der erste Vorgang ist, wenn die Tasten blinken, dass die aufheizt, und wenn die ewig blinken und nichts passiert, dann ist entweder der Boiler kaputt, der Sensor, der befindet sich da weiter hinten, der muss in Ordnung sein, oder diese Wärmesicherungen sind kaputt gegangen. Und ja, im Grunde genommen ist das die komplette Geschichte. Hier, das ist jetzt der Sensor, RT, das ist der Wärmesensor, 10. So, 10 Kilo Ohm haben wir, also 100 Ohm, ne? Oder? Okay. Versuchen wir es so. Ja, das ist besser. Gut, so, jetzt schnell nochmal anschrauben. So, bei der Schraube das Ganze mal sichern. Dann die Seite noch. Diese Seite hier mal sichern. Alles gut. Dann haben wir da unten noch mal zwei Schrauben gehabt.
Gut. Das hintere Teil. Nach oben zuerst und runter gleiten lassen. Okay. Der Frontteil. Kann es sein, dass es zuerst stecken wir den Schlauch an, damit wir den nicht vergessen. Hier haben wir eine. Jetzt machen wir die Seite. Und das da drauf. Display anstecken. Das ist zu. So, diese Spezialschrauben sichern. Gut. Drehen wir das Ganze um, schrauben wir die restlichen Schrauben hier an. So. Alle Schrauben sind angeschraubt, wieder auf und umdrehen. Dann haben wir hier noch eine. Gummi drauf. Aufmachen. Mit der Schraube hier sichern. Fertig. So, jetzt testen wir sie mit so einem Tab, ob die auch einen guten Kaffee macht. Perfekt. Kaffee kommt. Maschine läuft wieder. Gut. Ich denke mal, zuerst muss die Front rein, dann die Seiten und dann das Heck. Bin mir aber nicht ganz sicher. Fürs erste Mal. Ich meine, die Spaltmasse schauen alle gut aus. Also viel falsch habe ich wohl nicht gemacht. Gut. Ich hoffe, das Video bringt euch weiter, und wenn ihr Fragen habt, könnt ihr auf jeden Fall rückfragen. Ich werde versuchen, diese Anfragen auch so schnell wie möglich zu beantworten, und ja,
Viel Spaß mit dem Video und bis zum nächsten. Baba.